Jägerstaffel hat er gestartet. Ja, das ist ganz cool. Doch, das ist so zum Abschluss des Streamabends, finde ich. Das könnte jetzt ganz lustig werden. Ja, vielleicht zumindest nicht ganz so nervig, stressig wie der Rest. Schauen wir doch mal. Ich guck mal, was es bei der Switch am Anfang so geben wird. Bomberman R. Bomberman R. Ist das ein Koop-Titel? Ja, ja. Also Multiplayer-Dings, Koop. Ich hat, glaube ich, sogar... Also man, ist es jetzt nicht besonders anspruchsvoll, es ist halt Bomberman, aber es gibt ja nur irgendwie 5 Launch-Titel bei der Switch, deswegen... Ja, das stimmt. Okay. Aber wäre irgendwie eine witzige Idee. Also ich weiß nicht, ich habe früher Bomberman, habe ich echt immer geliebt. Das ist so ein witziges Spiel. Es ist so lustig, wenn du dich gegenseitig bombst und einsperrst und wie gesagt, nicht besonders anspruchsvoll, aber es ist... Ja, schon, irgendwie taktisch anspruchsvoll, aber... Also ich weiß nicht. Hast du schon mal Bomberman gespielt? Nee. Ich kenne den Namen, aber ich habe es noch nie gespielt. Es ist so ein geiler Multiplayer-Titel. Es ist so lustig einfach. Wie geht's denn da? So, wenn du, also kannst du halt Bomben platzieren wahrscheinlich, oder? Ja, du hast im Endeffekt ja so viereckige Level und du hast aber Hindernisse im Weg, die musst du mit Bomben wegsprengen, musst gleichzeitig auch aufpassen, dass du dich nicht selber wegsprengst und im Idealfall die anderen wegsprengst. Okay. Wer halt übrig bleibt, der hat halt die Runde gewonnen. Warte mal, es kommen einige Sachen zum Release raus. Also halt eher so klassische Sachen, die man schon kennt. Liebst du mich natürlich Legend of Zelda auch streamen, dann den neuen Teil, aber yeah. Das wird auch wahrscheinlich wieder so ein Ding sein, das wird auch bei Twitch überladen sein. Ja, sehr wahrscheinlich, aber das Spiel ist halt einfach ein absolutes Pflichtspiel, deswegen ich muss es einfach streamen. Es geht einfach kein Weg drumherum. Okay. Ja, nee, aber man könnte vielleicht durchaus auch Super Bomberman R heißt es, ne? Geschicklichkeit. Könnte man machen, klar. Vielleicht wäre das eine sinnvolle Alternative. Also das wäre echt lustig, weil ich hatte es mir tatsächlich echt überlegt zu kaufen, weil ich einfach Bomberman das einfach so... Überlegt zu überlegen, ob ich es mir hole, weil ich einfach Bomberman einfach ich total gerne mag. Und wenn wir es natürlich im Multiplayer machen, das wäre natürlich umso lustiger. Okay, prinzipiell sehr gerne. Ich würde mir da noch mal ein bisschen was zu angucken, weil ich kenne das gar nicht, aber so im Allgemeinen, klar, warum nicht? Weil ich bin eigentlich fast alle Genres immer offen und so Indie-Titel sind mich auch meistens immer noch ganz geil. Und wie kostet das Ding, weißt du das? Nee, wa? Nee, hatte ich noch nicht nachgeguckt. Ich gehe mal so von 40, 50 Euro aus, aber... Oh, shit! Oh, falsche Richtung. So. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Wer? Keine Ahnung, der hat sich irgendwie so aufgespalten in drei Teile so ein bisschen, sah so aus, so wie aufgeklappt. Und, keine Ahnung, dann ist er auf einmal weg gewesen. Erstmal begrüßen wir Lukas Geilo im Twitch-Chat. Grüß dich, hab dich gerade gesehen, hi. Scheint ein geiler Typ zu sein. Ja, ziemlich sogar. Ja, ich auch das Gefühl. Aber die sind voll am Verlieren, warum können wir mal eine Runde rein, die schon total... Ja. Alter, 69 zu 199, ja, komm, das müssen wir jetzt. Ja. Das machen wir jetzt mal besser, ne? Das haben wir jetzt gerade verloren. Ah, ne, wir haben noch Zeit. Okay, komm, wir rocken das noch. Wir rocken das noch. 3,5 Minuten, klar, locker. Lächerlich. Oh, Darth Vader. Gönne ruhig. Wo ist er? Da ist er. Ach, der hat sein Schild. Ah, der dunkle Lord hat sein Schild, die Pussy. Die Pussy? Sehr gut. Kacke. Verklickt. Den Gegner verloren, den ich gerade verfolgt habe. Über den. Ja, das passiert mir auch. Das kenne ich. Also ich habe kurz nach unten geklickt und dadurch Kamera gewechselt und dann auch nochmal nach links, Dreher nach links gemacht, dann habe ich komplett Überblick verloren. So, habe ich echt schon jemanden gekillt? Oh ja, 7 zu 2. Ha, who's your daddy? 8 zu 2. Ihr läuft. Ja, nicht der richtige Modus. Ich habe einen gekillt. Ja, Baby. Wow, es läuft. Das da, was mich da töten muss, irgendwie voll der komische. Ey, Darth Vader lebt immer noch, was ist denn hier los? Mann, was ist das für ein komischer Flieger? Ich verstehe das System nicht. Dreispitziger und so ein Dreiflügler. Ist das KI da, oder? Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Wie heißt denn der? B-Wing, oder?
Ich weiß es nicht, das ist eine Gegnerschaftsliga. Du bist komisch. So drei Teile. Die haben ja normalerweise so zwei, also zwei Flügel. Ja. Haben wir so drei, wie so ein Dreieck halt. Deswegen halt ein Dreieck? Ja, ich bin jetzt dann. Du bist auch so ein Dreieck. So, ja, Dankeschön. Lukas Geilo fragt gerade, ob er mir einen Tipp verraten darf. Ey, Tipps sind sowas von gewollt und gewünscht. Gewollt und gewünscht? Aber sowas von. Penner. Ich glaube, er war so ein Gegner, mein Lebensmittel, die ich mir gerade wollte. Falsche Taste! Ja, Heldensymbol aufgesammelt und gegen den Felsen geflogen. Sehr intelligent, aber egal. Sehr gut. So lobe ich mir das. Einfach mal dem gesamten Team das Heldensymbol versaut, ne? So. Ja, genau, ja, exakt. Aber wir haben so ein bisschen am Aufgeholt, ne? Jetzt ist es 267 zu 104, das ist doch schon fast überhaupt nicht mal besser als vorher. Und schon wieder Darth Vader. Ah. Es kümmert sich keiner um Darth Vader. Der ist zugegebenermaßen noch relativ schwer zu erkennen zwischen den ganzen normalen TIE Fightern, aber... Ist dieses Mito eigentlich vom Flieger zu irgendwas nütze? Was denn? Also, dass man einfach abgeschossen wird, während man versucht zu fliehen, als dass man normal abgeschossen wird? Boah. Ich hab dich gerade irgendwie nicht verstanden, was du mir sagen wolltest. Ich hab gerade so Nitro aktiviert, wie auch immer das heißt, dieser Geschwindigkeitsboost. Um halt ach so, ich hab keine Ahnung. Schießt mich aber trotzdem ab, es war denen scheißegal. Genau. Nitro ist irgendwie eine völlig unnütze Funktion. Zumindest habe ich es noch nicht verstanden, also. Wir haben verloren. Bin überrascht. Na, wir haben zumindest aufgeholt. Ja. Zumindest, wenn man sich das anguckt, wir waren beide durchaus eine Hilfe für unser Team. Guck dir mal Carl Anton an. Gut, der war die ganze Zeit Darth Vader. 62 zu 1, nur mal so. Heiliger, aber es ist halt, wenn du halt als Schurke oder als Held einfach überhaupt nicht angegriffen wirst, ne, dann, ja, dann rockst du die Runde. Das stimmt. Lieber schreibt gerade, sein Dad hat mal Bomberman 64 für die N64 aus der Bibliothek ausgeliehen und das war ein Wochenende mit sehr wenig Schlaf. Ja, genau, Bomberman 64, total geil. Und ich hatte dann irgendwann auch mal Bomberman Live, das war für Xbox Live, für die Xbox 360. Es ist, genau, man kann nicht aufhören, weil es macht einfach Spaß. Es ist so simpel, aber es macht so Laune. Ja, glaube ich. Timeplay kann auch nicht verstehen, dass er noch nie gespielt hat. Meint auch, dass es auf jeden Fall ein Titel neben Tetris, den man seinem definitiv mindestens einmal gespielt haben muss. Ja. Und wenn ich es... Sehr interessant, ich ja, wenn ich es richtig gesehen habe, also ich hatte mir nur den ersten Ankündigungstrailer für die Switch angeguckt, und da sah es so aus, als gäbe es einen Co-op-Story-Modus oder irgendwie sowas. Och nee, also, ganz ehrlich, da hätte ich richtig Bock drauf, das wäre cool. Definitiv. Ah, das wäre mal ein interessanter Titel. Da wäre ich auf jeden Fall dabei, hundertprozentig. Hundertprozentig, verstehst du? Das macht mich vielleicht. Tja, von welchem Spiel redet Robli? Man weiß es nicht. Ja. Ich glaube, ich habe es auf der Xbox One gehabt. Ein Spiel, in dem man sich gegenseitig tötet. Da gibt es jetzt nicht so viele. Das schränkt auf jeden Fall den Kreis sehr stark ein. Modus mit Draufsicht und hat auch so ziemliche, also so halt so, ja, Indie-Grafik gehabt. Genau. Bomberman? Danke für dein Follow, Criffcraft. Willkommen im Norden. Bist du schon in der Runde drin, Nick? Ich lade gerade. Ah, super. Das ist schön. Ich auch. Wir haben so viel gemeinsam. Okay. Es ist wundervoll. Und gemeinsam werden wir nun die Jundlandwüste rocken oder sie rockt uns. So. Bei den vielen Steinen, die es da gibt, glaube ich eher, dass sie uns rocken wird. Oh, gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht, das Wortspiel. Dankeschön. Ja? Dankeschön. Ja, ist auch was für Runaways, für Fortgeschrittene. Also ich fliege ja total gerne den A-Wing, weil er so schön wendig ist, ne? Geht mir genauso. Der A-Wing war der kein X-Wing war unter den Rebellen, ne? Bitte? Der A-Wing ist nicht der X-Wing unter den Rebellenfliegern, richtig? Und der heißt ja TIE Fighter und so. Klar. Keine Ahnung. Ist der Dicke mit den zwei großen roten Triebwerken, ich weiß schon. Ja, genau. Ich aussuchen, welche Sternkarten ich benutzen will. Muss ich einer mal erklären? Ich glaube, ich passe jetzt in der Optik meinen Charakter nochmal an, weil das ist voll wichtig in diesem Modus. Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. A-Wing. Ja, genau, den finde ich auch richtig gerne. Mag ich auch richtig gerne. Ne, diese Schweine.
Ja, egal wie, wir werden dafür sorgen, dass du das nicht erreichen kannst. Ich bräuchte mal einen Gegner. Wo bist du? Ich sehe dich. Stimmt, das macht ja echt krass viel mehr Damage. Da habe ich wieder einen sehr, sehr guten Tipp. Ja, ne? Ach, diese drei Flügler meinst du? Ich glaube, du meinst tatsächlich die B-Wings. Krass. Ja, dann heißen die B-Wings, ja? Diese komischen... Alter. Ja, ich glaube schon. Nicht die, nicht die. Das waren andere. Ach so, okay. Das waren andere. Die sahen aus wie TIE Fighter, bloß mit so drei Dingern. Aha. Ach so, ja doch, das ist glaube ich einer dieser neuen Flieger aus Rogue One. Ja, das kann sein. Ah, okay, okay, ja klar, gut. Und wir müssen sie ja da neu ran. Das genau. Wie nur KI-Gegner, ne, auf die ich dich ballern kann. Ach so, gute Frage. Ich habe noch keinen richtigen Spieler entdeckt. Wie das einer? Oh ja, das mit dem Abbremsen, das mache ich tatsächlich zu selten, aber es ist saumäßig effektiv, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der verarscht mich. Deswegen haben die mich auch immer so schnell abgeschossen. Jetzt verstehe ich das. Alter, das ist ja echt kein Vergleich. Wow. Ich glaube, jetzt wären wir auch immer ganz gut in dem Liga-Staffel-Modus. Ja, das ist herzlich. Wenn du so eine gefühlte Minute auf den Gegner schießt und dann klaut dir jemand anders den Kill, das ist herrlich. Ja, das kenne ich. Habe ich den Leleo hinter mir und der fahrt mich einfach mal so richtig schön weg. Vielleicht ist richtig zu mir. Und das schon irgendwie so ein bisschen cooleres Feeling gibt, weil es einfach so der Klassiker unter den Fliegern ist, ne? Das stimmt natürlich. So. Bam. War abgestaubt, sehr gut. Ich mir das. Was muss man das mir eigentlich machen? Ich dachte schon wieder gar nicht auf das Ziel. Ich schieße einfach Sachen ab. Und dann haben wir ein Ziel? Irgendwelche Dinger verteidigen oder so? Ne, in dem Fall jetzt im Moment nicht, ne? Okay, cool. Einfach draufhauen. Einfach drauf. Oh, schon wieder ein Abstauberkill. Richtig schön. Ich finde super, wenn die alle fast tot sind. 12:0 habe ich, alter Falter. Und ich bin trotzdem so weit unten in der Statistik. Das ist ja echt das ist echt frech. Ja, weil ich ständig bloß Assists mache, deswegen. Und wahrscheinlich nur KIs absahne. Das ist auch ein bisschen mein Problem hier. Oh, Ropli, habt ihr gerade gesehen. Lang nicht mehr. Lang ist her. Sehr gut. Alter, 351 zu 129. Was machen wir denn hier gerade, ey? Boah. Ich weiß nicht, wir fliegen einfach. Das ist echt krass. Was geht denn ab? Vielleicht sind die Gegner einfach irgendwie alle ein bisschen betrunken gerade oder einfach nicht da. Ich weiß es nicht. Das ist echt seltsam. Ständig irgendwelche Abstauberkills, das habe ich jetzt nie. Wir fliegen ständig irgendwelche fast toten Flieger vor die Nase und ja. War entspannt. So, ich bräuchte ein bisschen Schildenergie, wenn wir ehrlich sind. Da sehe ich keine. Schade. Na gut, 400 zu 134. Ich habe einen finalen Abschuss gemacht. Und Lukas... Der McRife, was läuft bei uns? Haben wir irgendwie... Was war da los? Alter, 44 zu 0. Das ist echt der Hammer, oder? 21 ist ja auch schon krass, aber what the fuck? Aber ich habe definitiv auf zu viel KIs geschossen, was Lukas Geilo auch gerade festgestellt hat. Das stimmt, es gibt natürlich weniger Punkte, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, habe ich auch gemacht. Wenn halt nichts anderes da war, habe ich die halt erstmal zerschossen. So. Genau so ist es. So, besser als nichts. Was auf die Flinte, vor die Flinte kommt, wird erschossen. So, McGrath, dann lass es doch jetzt mal so machen. Ja. Wir machen jetzt Schluss und machen jetzt nicht noch eine Runde. Und ja. Dafür kannst du nochmal fix ins Menü hüpfen und nach dieser schicken Heilungsgranate gucken. Eine hervorragende Idee. Ich habe es nicht vergessen. Und wieder mal widerlege ich die Theorie meiner Zuschauer, ich wäre vergesslich, ich wäre ein Goldfisch, das ist eine fette Lüge. Nein, du bist nur ein bisschen schusselig, das ist alles. Ja, leider schon. Ach ja. Aber das macht mich ja so liebenswert.
wenn ich sonst schon keine liebenswerten Eigenschaften habe, dann wenigstens, dass ich vergesslich bin. So genau, der kleine verrückte Professor. Danke. Gerne. Ah, das ist so. Genau das, was ich hören will. Kleiner verrückter Professor. Ja, ja. Sehr gut.